So, heute sind wir mal wieder ein bisschen im Netzwerkbereich unterwegs, genauer im Bereich WLAN. Ja, auch wenn ich eigentlich ein Verfechter von Kabel bin, manchmal ist es doch ganz praktisch, mit dem Laptop durch die Gegend zu laufen und trotzdem noch irgendwie Dinge zu tun. Und ja, bis jetzt hatte ich da auch einen Großteil von meiner privaten Kommunikation über Freifunk abgewickelt. Aber gerade dadurch, dass ich halt viele Videos durch die Gegend schicke, entsprechend große Datenmengen habe, ist das mit diesen einfachen 10 € TP-Link-Routern halt nicht unbedingt das Wahre. Die Lösung, die mir so vorschwebt, die nennt sich 802.11ac. Das ist der aktuellste WLAN-Standard, zumindest zum Zeitpunkt des Videos. Und der dürfte deutlich höhere Bandbreiten erreichen. Und wenn ich eh schon rumfummel, ja, dann probiere ich gleich mal etwas aus, was ich auch bei anderen Projekten brauchen kann. Und zwar geht's da um professionellere WLAN-Hardware. Professionelle im Sinne von, es gibt ein zentrales Management. Wenn ihr zu Hause einen WLAN-Router habt, dann kennt ihr das wahrscheinlich, der hat eine IP, ihr könnt auf ein Webinterface gehen und da alle Einstellungen vornehmen. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn man irgendwie eine Firma ausstatten möchte oder ähnliches, ja, das ist eventuell ein bisschen nervig, da, keine Ahnung, hunderte von Geräten einzeln einzurichten. Das macht man natürlich nicht, deswegen gibt's da zentral gemanagte Systeme. Und das betrifft dann nicht nur die Konfiguration, die Controller, die können teilweise auch noch deutlich mehr, die packen noch viel mehr Stellen an, wo es dann Sinn macht, wenn alles miteinander redet, Dinge abzugleichen. Viele können zum Beispiel automatisch die Frequenzen und Sendeleistungen anpassen, sodass man eine optimale Abdeckung bekommt und sich nicht selber in die Quere kommt. Und ein Punkt, der auch sehr wichtig ist, viele haben unterstützende Funktionen fürs Roaming, das heißt also, wenn ein Client sich bewegt und vom einen Access Point in den Bereich des nächsten geht, dann wird er aktiv unterstützt, dass er direkt auf den nächsten wechseln kann, ohne dass groß da irgendwie Daten verloren gehen oder die Verbindung gar abbricht und neu gestartet werden muss. Ich hatte davon schon ein paar im Einsatz und naja, sagen wir mal, es sind Teile, die ich mir nicht zu Hause hinstellen würde, weil A, die Updates sind sehr, sehr schwer zu bekommen. B, die Hardware ist schweineteuer. Wir reden hier von einem Access Point, der irgendwie locker mal so um die 500 € kosten kann. Und da kommt dann am Ende noch der Preis für den eigentlichen Controller, fürs Management drauf. Und C, irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle Hersteller, bei denen ich kaufe, kurz danach pleite gehen und ich keine Ersatzteile mehr bekomme. Yay. Nun ja, ein Anbieter hat sich da in letzter Zeit so ein bisschen rauskristallisiert, der mir immer wieder von Leuten empfohlen wird, mal anzugucken, und das ist Ubiquiti Networks. Ubiquiti Networks ist jetzt kein Unbekannter bei mir, von denen habe ich schon so eine Nanostation auf dem Dach sitzen, allerdings mit Freifunkfirmware. Und ja, die hat bisher relativ zuverlässig funktioniert. Die haben allerdings auch ein System mit dem Namen UniFi, was ungefähr dasselbe abdeckt, was ich gerade erzählt habe. Es gibt ein zentrales Management und entsprechend, nennen wir sie mal, dumme Access Points, die also rein die Funkstrecken machen und ja selber keine große Management-Funktionalität haben. Was sie allerdings machen, die Preise sind relativ überschaubar. Das Modell, was ich mir jetzt hier geholt habe, das liegt so bei 70 €. Wenn ich da manchmal so umgucke, also Dual-Band-Geräte mit entsprechenden Bandbreiten, ja, die kosten auch, wenn ich sie so im Billigsegment kaufe, nicht unbedingt viel weniger. Und was man ebenfalls gemacht hat, es gibt jetzt plötzlich keine extra teuren Serviceverträge mehr und eine Hardware-Box, die man in die Ecke stellt. Nein, man kriegt den Controller, also diese Zentralverwaltung, einfach als Software, läuft auf Windows, Linux und ich schätze mal Mac eventuell auch mit etwas Glück. Und die kann man sich einfach gratis runterladen bei denen und benutzen. Und bisher kamen auch immer die Updates sehr zügig. Wer das nicht haben will, es gibt da wohl auch irgendwie so eine kleine Box, die man sich kaufen kann, hinstellen kann. Geht auch. Also probieren wir das Ganze mal aus. Ich habe mir hier ein paar besorgt und gucken wir erstmal, was wir so bekommen. Und da würde ich sagen, schauen wir uns mal so einen an und so ein Indoor-Gerät sieht hier so aus. Ja, modellfliegende Untertasse, wie wir sehen. Relativ dünn, also vergleichsweise Tellerform, also geht von schmal an der Seite zu breit in der Mitte, wie so ein tiefer Teller. Wir haben hier in der Mitte das Logo und da außenrum einen Ring und der Ring, der ist auch beleuchtet. Das heißt, über den kriegen wir sozusagen den Status. Die Lampen sind ausschaltbar, aber generell möchte man eventuell wissen, läuft das Ding noch oder nicht. Kommen wir noch zur Rückseite. Die ist relativ unspektakulär auf den ersten Blick, war hat nicht wirklich was außer dem Typenschild. Das Geheimnis verbirgt sich, wer hätte es gedacht, unter diesem
unter diesen, ja, es ist so eine Art Gummi-Silikon-Zeugs. Wenn wir das rausholen, dann sehen wir die Anschlüsse. Wir haben einmal hier Main, das ist ein ganz normaler Netzwerkanschluss, RJ45, und ihr könnt euch schon denken, darüber gibt es Daten und Strom. Entweder über das beigelegte Netzteil, wenn ihr so einen Einzel kauft, ist das automatisch mit dabei. Alternativ auch über den offiziellen PoE-Standard, also so 802 AF oder so. Ich blende es euch unten ein. Der in fast allen modernen guten Switchen verfügbar ist, dann geht das einfacher. In der Mitte USB wird von der Originalfirmware nicht benutzt, ist einfach nur Reserve. Ein Reset-Button, wenn man irgendwie Mist gebaut hat und das Ding zurücksetzen möchte. Und ein Secondary. Der Secondary verhält sich dabei, als ob das im Prinzip ein Switch ist. Wird von Ubiquiti angepriesen, zum Beispiel, um Webcams anzuschließen. Wird auch von denen verkauft. Kann man dann hier einfach mit dran machen, dann muss man nur ein Kabel ziehen. Ja, hier dieses Plastik, was dabei ist, dieses Silikon, das lässt sich hier unten, wo dieses Löschelchen ist, auch sehr weit auseinanderziehen. Und das ist weit genug, um einen RJ45-Stecker da durchzubekommen. Und ja, so kommt die Daten da rein, das hier hinten drauf, und das Ganze wird dann als Outdoor verkauft. Es gibt allerdings kein IP-Rating, also wie wasserdicht das ist, steht noch in den Sternen. Aber ich denke mal, wenn man das irgendwie geschützt anbringt, sodass es nicht direkt drauf nässt, dann ist das okay. Bleibt noch eine Sache: Wie kriegt man das Ding fest? Sind verschiedene Sachen dabei. Ich habe jetzt nur mal die Deckenhalterung. Die sieht hier so aus. Das ist das Teil, was ihr an die Decke dran schraubt. Und ja, was dann gemacht wird, ist, der hier kommt am Ende, lass mal schnell schauen, so hier drauf. Das heißt, ihr setzt den an der Decke an, auf diesen Rahmen, der bereits an der Decke festgemacht ist, dreht den und das Ding rastet ein und da bewegt sich dann nichts mehr. Hier seht ihr die Aussparung für die Kabel. Und ihr braucht dann ein Spezialwerkzeug, um das Ganze hier wieder losmachen zu können. So steht es jedenfalls in der Anleitung. Als Bastler wissen wir aber natürlich, keine Ahnung, irgendwas Dünnes, was hier in das Löschelchen passt und hochdrücken kann, ist auch ausreichend, um das Ding zu entsperren. Im Notfall tut es auch einfach eine Büroklammer. Und dann werfen wir noch einen Blick auf die entsprechende Light-Variante. Wie gesagt, nicht ganz so viele Funktionen, aber in den meisten Fällen definitiv ausreichend. Auch hier mit Dual Radio 1167 Megabit. Und dann schauen wir mal ins Innere. Wie gesagt, nicht viel Unterschied. Ist ein bisschen kleiner als der Pro, den wir eben gesehen haben. Auch hier haben wir dieses Software-Defined Networking. Wie gesagt, schauen wir uns gleich noch an. Der Access Point selber, wie gesagt, deutlich kleiner. Und ja, vom Aufbau her ähnlich. Wir haben auch hier oben theoretisch diesen Mechanismus, der an die Decke oder Wand kommt. Wir haben hier nochmal sogar Metall. Das ist, wenn ihr irgendwie dünne Wände habt, so Gipswände oder so, dann kommt das hier an die Vorderseite, das hier kommt oben drüber. Und so könnt ihr euch dann das Ganze richtig befestigen, wo die Schrauben selber nicht halten würden. An der Unterseite haben wir hier weniger Anschlüsse. Wir sehen nur einen einzigen LAN-Port und ein Reset natürlich. Auch hier PoE, entweder das, was mit dabei ist, das ist dieses Pseudo-PoE, kann aber auch inzwischen die aktuelle Version richtiges PoE, so wie sich das eigentlich gehört. Ja, Netzteil, wie ihr seht, mit dabei. Sprechen mit jedem Dings. Eine kleine Anleitung und sogar hier der Aufkleber mit der Seriennummer und das ganze Befestigungsmaterial. Die langen Schrauben sind dabei für diese Metallplatte, wie eben schon gesagt. Was im Übrigen nicht mit dabei ist, das ist dieses Plastik hier unten rein, also der hier nicht ganz so wetterfest. Ja, könnt dann die Kabeldurchführung entsprechend entweder hier unten raus, das lässt sich rausholen, hier die Ecke, oder direkt nach hinten. Okay. Es gibt natürlich noch viele andere. Das hier sind nur zwei Indoor-Modelle, die ich so selber im Einsatz habe. Es gibt die Modelle auch noch irgendwie als Long Range und mit Multimedia-Funktionen und was weiß ich, die dann alle angeblich besser sind. Generell der hier und auch der Lite decken im Prinzip alles das ab, was eure Laptops, Handys und so momentan können. Das heißt also mit den größeren, da braucht ihr schon auch spezielle Empfangsgeräte, um damit überhaupt was anfangen zu können. Ja, ansonsten gibt es auch noch spezielle Outdoor-Geräte. Da gibt es zum Beispiel den AP Mesh AC Pro, wie auch immer. Ich zeige euch hier gerade. Das ist ein Gerät, welches mich doch überrascht hat. Das ist deutlich größer als die Nano Stations von Ubiquiti, die ich kenne. Aber ja,
scheinen auch solide zu funktionieren. Ist im Prinzip diese Pro von der Hardware identisch mit dem, was hier drin ist, nur in einem anderen Gehäuse, halt für draußen mit Masthalterung. Und ja, auch die tut bisher seinen Dienst. Ja, den Light habe ich mir, wie gesagt, selber gekauft und entsprechend dübel ich mir den auch hier an die Decke. Ja, meine Heimwerker-Skills wurden bereits anderswo genügend kommentiert. Ich glaube, das können wir ausblenden. Und ja, das Kabel kommt noch durch die Decke. Ich weiß es. Wie auch immer, Hardware fertig. Fehlt noch ein Part, und zwar die Konfiguration. Wie schon gesagt, die Dinger haben kein Webinterface. Es gibt zwar eine Möglichkeit, irgendwie über eine Handy-App so eine Grundeinrichtung wohl zu machen, aber wir wollen ja das volle Paket, also installiere ich mir hier den Controller und das gucken wir uns dann jetzt mal an. Für die Software gehen wir hier auf ubnt.com, Ubiquiti Networks, klicken dann hier oben rechts auf Download und da kriegen wir relativ flott alles Mögliche. Wir interessieren uns nicht für Air Max, wir wollen die Unifi-Serie. Und wenn wir hier gucken, das ist jetzt was populär ist oder was als letztes reinkam. Wir haben einmal hier Firmware vom 16.10. Yay, das dürfte der Fix sein für eine gewisse Cracklücke. Und hier unten haben wir den Unifi Controller für Windows, für Mac, für Debian. Das ist eine ältere Version. Wir können dann hier auswählen zwischen Debian, Ubuntu und Windows. In meinem Fall werde ich wahrscheinlich das auf einem anderen System aufsetzen, nämlich auf einem Gentoo oder einem Arch. Aber das soll egal sein. Offiziell ist halt Debian Ubuntu supported, aber es gibt für andere Systeme durchaus da Installationskandidaten. Und wenn wir hier zum Beispiel bei Arch Linux gucken, da gibt es das Unifi-Paket in AUR. Wird gewartet. In dem Fall hier von Frederik. Danke dafür. Das macht es natürlich deutlich einfacher. Ich habe zwar hier ein Gentoo, aber wir können uns einfach das PKB-Bild anschauen, also die Installationsanleitung nenne ich es mal. Und dann einfach, was hier drin steht, nachmachen. Scheint relativ übersichtlich zu sein, was da installiert werden muss. Gut, laden wir uns das erste Mal hier runter. Gucken wir mal gerade 5524. Wofür ist hier das? 5.6. Was? Gibt es da eine neuere Version, von der ich nichts weiß? Okay, ich habe keine Ahnung, woher der die 5.6.20 zieht. Die offiziell stable ist 5.5. Aber ich nehme auch gerne die 5.6. Ich habe kein Problem damit, Beta zu versuchen. Und ich habe gehört, mit den neueren Versionen soll auch irgendwann mal IPv6 kommen. Das ist für mich natürlich dann definitiv ein Test wert. Können hier einfach den Download-Link benutzen. Müssen nur die Package-Version, also die 5.6.20 da einsetzen. Dann gucken wir mal. 5.6 und ich rate jetzt einfach mal. Lasst mal raten. Es gibt ja hier eine 24. Probieren wir mal, ob es eine 5.6.24 gibt. Nee. Okay. 5.6.21 auch nicht. Dann holen wir doch die 5.6.20. Dann ist die aktuell. Okay. Sieht gut aus. Download läuft. So, dann SHA-512 Sum auf die Datei. F4 und so weiter und so weiter. Das sieht gut aus. Gerade genauer testen. Ja, die ist identisch, also Download nicht beschädigt. Entpacken wir das mal, schauen, was drin ist. Okay, das sieht überschaubar aus. Wir brauchen Dependencies. MongoDB, Java und FontConfig. MongoDB, und die ist nicht mit dabei. Nein, die ist nicht mit dabei. Der linkt auf die System-MongoDB, dann müsste man die wohl erst installieren. Also, MongoDB und dabei hoffen, dass die nicht irgendwie einen Port Richtung Internet aufmacht. Yay. ich glaube, da gab es mal so einen schönen Bug, also müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Wobei gut, hier hängt noch Firewall und alles davor. Sollte nicht so das Problem sein. Ich gucke hier schon mal weiter, was wir hier so haben. Bin ist nur die MongoDB. Web Apps. Gut. Das sieht mir nach etwas aus für einen Tomcat. DL. Ist die Firmware drin? Wo versteckt sich denn das Ding, was wir ausfüllen müssen? Hier sind jede Menge Jars. Das klingt gut. Wir können aber auch einfach mal hier in den Tree reingucken. Denn wenn ich richtig sehe, hat er ja eine Service dabei. USR lib unifi java lib schräger sci ja start. Okay, also das ist einfach der Befehl, den wir ausführen müssen. Das klingt machbar.
Okay, Installation ist durch. Das Ganze hat eine Bind-IP von Localhost, also es sollte passen. Dann würde ich sagen, probieren wir mal, ob es knallt. Und unable to access the R-File. Ja, okay, man sollte das Ganze richtig schreiben. Ne? Den Pfad brauche ich. Okay, es stürzt zumindest mal nicht ab. Das klingt doch schon mal gut. Mit etwas Glück hat das gestartet, dann müsste gleich auf, ich glaube, dem Port 8080 oder 8443 etwas antworten. Und, jupp, das sieht gut aus. TCP 8080 und 8443 ist jeweils der Prozess Java aktiv. Dann probieren wir mal dahin zu connecten. Das Ganze natürlich per HTTPS. Da müsste dann erst einmal eine Fehlermeldung kommen, weil das Zertifikat ungültig ist. Jupp, das sieht gut aus. Das bestätigen wir mal, dass das unsicher ist. Und dann müsste er eigentlich zum Startassistenten gehen. Okay, in der Konsole, da gibt es so ein Log-Verzeichnis. Da sieht man, dass er gerade noch irgendwas mit der Datenbank am Rumwurschteln ist. Ich schätze mal, das ist der Grund, warum es so lange dauert. Die Datenbank wird da wohl noch angelegt. Okay, also er hat jetzt das Journal gemacht und kriegt auch hier eine Verbindung, eine neue. Aber danach kommt hier ein guter alter Segfault, irgendwas mit Invalid Access. Ja, das sollte natürlich nicht passieren. Was ich allerdings sehe, das hier ist ein MongoDB in der Version 3.0.14, der ist schon etwas älter. Ich installiere mal den aktuelleren, ich glaube 3.4.9 oder so ist aktuell. Probieren wir es mal damit. Und mit der neuen MongoDB sieht das schon besser aus. Hier hat irgendwas reagiert und wir haben sogar hier ein Event. Access Point was discovered and is waiting for adoption. Also offensichtlich kennt er schon meinen Access Point. Gehen wir mal wieder auf den Browser und aktualisieren hier diesen wunderbaren Datenschutzfehler. Eventuell hätte er ja dann jetzt. Und das sieht doch schon besser aus. Der Browser brauchte nur mal einen kleinen Tritt. So, wir sind jetzt hier im Setup Wizard und sollen erstmal unser Land auswählen. Da ist auch wichtig, dass das Richtige angibt, weil das Land bei WLAN gibt ja auch vor, was ihr zum Beispiel für Frequenzen nutzen dürft, welche Sendeleistungen ihr machen dürft. Und wenn ihr das Falsche auswählt, das kann schief gehen. Auch brauchen wir unsere Zeitzone, da würde ich sagen, holen wir Berlin. Automatisches Backup können wir an- oder ausschalten. Ich lasse es sinnvollerweise mal an, das scheint lokal zu laufen. Restore from previous backup. Wir haben keine vorherige Installation, also brauchen wir das nicht. Einmal auf Next. Auf der nächsten Seite sehen wir jetzt alle Access Points, die er schon automatisch im selben Netzwerk erkannt hat. Da die VM, auf dem ich das Ganze hier installiert habe, im selben Netz hängt wie der Access Point, hat er direkt gefunden, können wir dann hier einen Haken dran machen oder hier oben mit an alle. Und dann werden die automatisch hier fertig konfiguriert. Können dann einmal hier auf Weiter klicken. Können dann jetzt hier unsere Secure SSID und unseren Security Key eingeben. Das ist also unser WLAN-Name und unser WLAN-Passwort. Das ist jetzt nur für den Wizard. Ihr könnt nachher natürlich selber welche anlegen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, einen Guest Access einzurichten. Entsprechend für Gäste, wo sie sich dann anmelden müssen. Auf der nächsten Seite geben wir uns einen Admin-Namen, eine E-Mail, ein Passwort und das Ganze dann nochmal für die Device Authentication. Die Device Authentication ist, wenn ihr euch bei einem Gerät direkt anmelden wollt. Ihr seht hier, es wird schon automatisch ein Passwort vorgeschlagen. Könnt ihr aber auch selber eins vergeben. Am Ende kommt nochmal eine Zusammenfassung und wenn wir auf Finish klicken, dann können wir hier unseren Cloud-Login konfigurieren. Wollen wir nicht, skip. Alles fertig, dann kommen wir hier auf die Login-Seite, müssen uns nochmal anmelden und dann kommen wir hier auf diesem wunderbaren Dashboard raus. Wir können jetzt bereits sehen, was er alles gefunden hat und das ist nicht allzu viel. Wir haben hier vorne nichts, wir haben kein WAN, wir haben kein LAN und wir haben ein WLAN-Gerät. Das liegt daran, dass dieses Unifi nicht nur WLAN ist, sondern wirklich diverse Sachen umfasst. Unter anderem halt auch Switche, die managed sind, die würden dann auch hier drüber verwaltet und auch ein Router, der entsprechend dann sehr viele Sachen hat. Ihr könnt zum Beispiel dann irgendwie hier euren Ping, eure Internetgeschwindigkeit messen. Und es geht sogar so weiter, dass ihr DPI machen könnt, also Deep Packet Inspection. Das heißt also, der Router zerlegt euren ganzen Traffic Richtung Internet, klemmt sich dazwischen, liest alles mit und schlüsselt euch dann auf, wie viel von eurem Traffic geht ins Internet, auf Webseiten, wie viel ist E-Mail, wie viel geht zu zum Beispiel YouTube, Instagram oder Facebook. Und ja, so läuft das dann ab. Wie auch immer, ich brauche das nicht. Mir reicht's, wenn ich hier ein bisschen WLAN machen kann. Wir können in die Statistiken mal reinschauen. Da ist momentan auch noch nicht viel zu sehen. Wir haben keine Clients. Die Map ist auch noch leer. Da können wir dann physikalisch irgendwie hier so einen Raumplan zum Beispiel reinladen und die Geräte da drauf ablegen.
So können wir dann berechnen, grob, sage ich mal, wo die Geräte sind, wie hoch die Leistung sein sollte. Unter Devices dürfen wir einen Access Point finden. Wir haben hier einen Connected mit einem Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen ist da, weil es eine neuere Firmware gibt. Es ist installiert, die 3.4.14 irgendwas, und hier hinten haben wir schon einen Upgrade-Button. Wenn wir den drücken, wird die Firmware aktualisiert. Die Upgrade-Funktion setzt voraus, dass dieser UniFi-Controller, also der Server, auf dem hier die Software läuft, einen direkten Internetzugang hat. Wenn er das nicht hat, kann er die Firmware nicht automatisch suchen. Es gibt leider in der GUI auch keine Möglichkeit, die Firmware manuell zu installieren. Man kann ein bisschen tricksen, das funktioniert auch, wenn ihr irgendwo in einem abgeschotteten Netz steckt. Man kann die Firmware auf der Webseite runterladen, sie dann hier in ein Verzeichnis legen, eine Konfiguration ändern und dann geht das auch. Zeige ich euch auch nochmal irgendwann. Aber fürs Erste würde ich sagen, wir klicken hier mal auf Upgrade, Confirm. Und jetzt wird dieser Access Point einmal auf die aktuelle Firmware hochgehoben. Ansonsten, was ich immer sehr hilfreich finde, ist die Events. Da seht ihr hier immer, was passiert ist. Hier sehen wir zum Beispiel Access Point Discovered. Dann wurde er adopted, also er wird ab diesem Zeitpunkt gemanagt von hier der Instanz. Dann sehen wir hier zum Beispiel, ich habe mich angemeldet. Und hier oben sehen wir Scheduled for Upgrade. Das heißt, der Access Point, der wird jetzt einmal aktualisiert. Auch wenn wir das nochmal zumachen, dann sehen wir hier, Status ist gerade Upgrading. Das heißt, der macht gerade sein Firmware-Update, ist entsprechend nicht erreichbar. Ein paar Minuten später, connected und die Version ist oben. Das heißt, wir haben jetzt auch die aktuelle Firmware. Und natürlich, wenn wir hier gucken, es steht jetzt auch entsprechend drin. 2 Minuten hat es gedauert in den Events. Was wir jetzt noch machen können, ist mal einen Blick in die Settings werfen. Die gelten natürlich dann für alle Access Points. Das heißt, wenn ihr mehrere habt, das ist eine zentrale Konfiguration. Erster Schritt, Advanced Features. Ja, bitte. Die Access Point Firmware können wir hier auch automatisch updaten lassen. Es gibt eine Möglichkeit, gewisse Kanäle für Outdoor zu sperren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es für Deutschland nötig ist. Wie auch immer. Dann haben wir hier Möglichkeiten für Speedtest und VoIP. Das ist aber USG, also nur wenn man das Security Gateway, also deren Router benutzt. Rest scheint soweit zu stimmen. Machen wir hier mal Apply. Dann gucken wir weiter. Wireless Networks. Da sehen wir unser Netzwerk, was ich eben eingerichtet habe. Und wir können hier bis zu 4 Stück pro Gruppe hinterlegen. Zumindest wenn der Connectivity Monitor enabled ist. Ansonsten gehen, glaube ich, sogar mehr. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel noch eins hinzufügen. Können sagen, das hier ist blablub. Und dann wäre auch dieses Netzwerk da. Können hier auch wieder separate Verschlüsselung machen. Und was wahrscheinlich wichtiger ist, unter den Advanced Options können wir zum Beispiel ein VLAN benutzen oder andere Sachen einstellen. Es geht sogar so weit, dass wir hier unten die die Datenraten einstellen können. Wir können, ja gut, Radius MAC Authentication sollte klar sein, wenn ihr einen Radius-Server habt. Ich brauche erstmal nicht mehrere Netze. Wir bleiben bei dem hier. Unter Networks ist standardmäßig hier ein 1.1 hinterlegt. Das ist aber nur für Security Gateway. Interessant, dasselbe gilt auch für Routing und Firewall. Auch das großteils nur Security Gateway. Guest Control ist dieses Portal, was ich angesprochen habe. Wenn ihr diese Guest Access macht, da kann man hier verschiedene Sachen machen. Man kann sagen, okay, die müssen nur eine AGB bestätigen, die müssen ein Passwort eingeben, Hotspot-Modus, wo man so Tokens bekommt, Login per Facebook, oder ein externer Portalserver. Außerdem die Expiration, wie lange dürfen die Leute surfen, entsprechende URLs und sogar die komplette Template-Engine und alles. Also kann genug eingestellt werden, brauche ich aber nicht. Außer diesen Konfigurationen gibt es aber noch gerätespezifische. Und zwar, wenn wir hier einmal draufklicken, dann kommt hier so ein Menü an der Seite. Und wir sehen hier schon, er hat hier zum Beispiel automatisch den Kanal Nummer 6 gewählt für 2,4 GHz, Kanal 38 für 5 GHz. Können uns die ganzen Einstellungen hier auch nochmal anschauen. Und vor allen Dingen, wir können hier auch Einstellungen machen. Zum Beispiel für die Radios. Dazu klicken wir hier einmal auf Config. Wir können jetzt hier einen Alias erstmal vergeben. Zum Beispiel Flur. Dann wissen wir auch, wo er hängt. Weil die MAC-Adresse ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Wir können außerdem sagen, soll die LED an oder aus sein. Vielleicht, wenn ihr einen irgendwie im Schlafzimmer so aufhängt, wollt ihr kein Licht. Also machen wir on, off. Save. Wir sehen jetzt hier, Provisioning, er wendet jetzt die Konfiguration an. Wir können Text vergeben, können die Radios uns anschauen. Vor allen Dingen können wir hier einstellen,
welche Bandbreiten wir haben. Das ist also 20 MHz. Wir könnten es auf 40 ändern, wenn wir das wollen. Channel und Transmit Power ist hier Auto. Selbes für 5 GHz. Hier haben wir die Wahl zwischen 20, 40 und 80. Ich gehe jetzt einfach mal auf 80, weil mein Gerät kann das. Yay. Außerdem ist 5 GHz frei. Bei WLANs können wir hier nochmal die ganzen Gruppen uns anschauen. Man kann da auch mehrere Gruppen, die dann verschiedene WLANs ausstrahlen. Außerdem interessant ist Band Steering. Bei Band Steering könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, wenn Clients auf 2,4 GHz connecten, dann versucht die auf 5 GHz rüberzuschieben, weil das besser ist. Alternativ ist Balance, dann versucht das halt so ein bisschen zu balancen. Airtime Fairness, wenn wir das einschalten, versucht er über alle Nutzer, die verbunden sind, möglichst die Leistung gleich zu verteilen. Das heißt, wenn da einer zum Beispiel die ganze Zeit Sachen am Runterladen ist, dann wird der im Zweifelsfall mal was gedrosselt, dass der Rest auch was abbekommt. Und ansonsten, wir können hier auch ein Terminal öffnen und so dann direkter Textbefehle machen. So, ihr habt eben gesehen, ich habe die letzten Änderungen jetzt gequeued. Das heißt, die hat er hier unten drin, hat er noch nicht angewendet. Machen wir einmal Apply, Provisioning und jetzt sind wir dann online mit den neuen Einstellungen. So, jetzt ist das ein bisschen langweilig, die ganze Zeit nur mit dem Ding rumzuspielen. Also schnappe ich mir mal einen Client und hänge den mal da ins WLAN. Okay, sieht gut aus. Ich bin verbunden. Und wenn wir jetzt hier mal auf die Events gucken, dann sehen wir auch Android has connected to Fluor with SSID on Channel 6. Also, wir können genau sehen, wer hier wo ist. Wenn wir mehrere hätten, dann würden wir auch sehen, wenn er zum Beispiel von einem zum anderen Access Point roamt, also den Access Point wechselt, weil er zum Beispiel durch die Wohnung geht. Und ja, jetzt, da wir verbunden sind, können wir auch hier auf die Clients draufgehen, kriegen hier ein paar Informationen. Wir sehen also jetzt hier den Client. In einem kurzen Moment zeigt er auch die IP-Adresse an. Wir sehen hier, mit welchem Netz er verbunden ist, mit welchem Access Point er verbunden ist, sehen die Aktivität, sehen hier, wie viel Traffic er verursacht hat und wie lange er verbunden ist. Wenn wir draufklicken, kriegen wir noch mehr Informationen, zum Beispiel hier auch den Vendor, also ist ein OnePlus Technologies, können hier in die Statistiken gucken, mit welcher Geschwindigkeit er läuft. Hier ist zum Beispiel jetzt gerade die RX-Rate auf 6 Megabit. Das hat nicht damit zu tun, dass er schlecht ist, sondern das Handy ist gerade im Standby-Modus, wie so schneller senden als notwendig. Und ja, die Packet Inspection haben wir nicht, da wir dieses Security Gateway nicht haben. Und das müssten wir auch nicht separat einschalten. Kommen wir aber zum wichtigen Punkt. Was leistet die Kiste? Ich war eben hier mit meinem TP-Link verbunden. Das ist noch eine N-Kiste, glaube ich. Und da kriege ich ungefähr 7 Megabit hier über die Leitung raus. Mal gucken, wie viel der hier schafft. Der hängt hinter der TP-Link-Kiste, allerdings am LAN. Von daher selber Uplink. Also gucken wir mal. Okay, ich bin jetzt mit meinem Laptop hier verbunden, habe auch extra mal 2,4 GHz ausgeschaltet, dass ich definitiv auf 5 komme. Sehen jetzt hier eine Rate von 650 Megabit, das klingt auch schon mal gut. Und ich habe hier eine 400 Megabyte Datei, die wollen wir dann einmal übertragen. Und das sieht definitiv schnell aus. Verdammt, ich glaube, ich kriege noch nicht mal eine Info. Dann holen wir gerade noch eine andere Datei, probieren das nochmal. 40 Megabyte pro Sekunde ungefähr schafft er. Huhuhu. Ja, das ist ein bisschen mehr als die 6, die ich eben hatte. Und ich habe im Moment nicht den vollen Empfang. Also ja, 37 Megabyte die Sekunde macht dann ja knapp 300 Megabit, die wir hier wirklich aus dem WLAN rausbekommen. Das ist doch schon mal fein. Wenn wir hier in die Statistiken reinschauen, dann sehen wir auch relativ flott, was hier los war. Und können hier sehen, dass wir hier unseren Datentransfer hatten. Okay, das Ding gefällt mir. Und im Nachgang ist mir da doch noch was aufgefallen, und zwar die Frequenz, die er sich da gewählt hat, die ist nicht 100% frei. Da sitzt zwar jetzt kein WLAN direkt drauf, aber wenn ich mir so die Breiten angucke, die Kanalbreiten, ja, dann dürfte da so ein Nachbar ein bisschen dazwischen hauen. Ich habe deswegen hier den Access Point mal manuell auf eine andere Frequenz umkonfiguriert. Das war eine DFS-Frequenz. Das heißt also, man muss Radarerkennung machen. Das kann zu Ausfällen führen. Deutschland halt. Aber hey, die ist auf jeden Fall frei gewesen und habe das Ganze jetzt hier nochmal durchgemessen. Ist jetzt mit einem anderen Laptop, aber ist dieselbe WLAN-Karte drin. Ungefähr selber Standort. Und ihr seht, wir kratzen da doch ziemlich an den 500 Megabit. Und ja, ich glaube, zur Leistung ist dann auch nicht mehr allzu viel mehr zu sagen. Ist halt ein AC-Router und er bringt auch definitiv die AC-Leistung, die ich mir gedacht habe. Ja, also, inzwischen ist das Ganze 2-3 Wochen hier bei mir im Einsatz und schlägt sich relativ gut.
Geschwindigkeit hatten wir ja schon gesehen, also es ist auf jeden Fall deutlich höher als bei den vorherigen N-Systemen, war aber ja auch zu erwarten. Was mich recht positiv überrascht hat, das ist auch die Reichweite, also 5 GHz, klar, damit kommt man nicht ganz so weit, aber 2,4 GHz, ja, also 2 Stockwerke drüber und irgendwie noch 2 Räume zur Seite und mein Laptop hat trotzdem noch Empfang. Ist jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich. Die Verwaltung über den Java-Blob da, nicht unbedingt das Schönste, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich konnte zumindest die Einstellungen vornehmen, die ich brauchte und bis jetzt läuft's relativ gut. Sehr zugute kam mir dabei, dass die Access Points mehr oder weniger unabhängig von dem Controller operieren. Das heißt also, auch wenn ich den Controller runterfahre, laufen die Access Points selber weiter. Ich kann sie halt nur nicht mehr neu konfigurieren, bis ich den Controller wieder gestartet habe. Also wenn ich den Controller gerade aus habe, weil zum Beispiel mal wieder irgendein Update da ist, dann läuft das WLAN davon unbeeindruckt weiter, auch mit den ganzen VLANs. Das Einzige, was nicht gehen würde, wäre das Gästenetz. Aber ganz ehrlich, wer will sowas schon haben? Gibt schließlich Freifunk. Ein Punkt, der mir ein bisschen negativ aufgestoßen ist, aber leider bei vielen Routern verbreitet ist, ist CoilWine. CoilWine heißt, dass die Spulen, die zur Stromversorgung in diesen Geräten verbaut sind, die fangen an zu vibrieren oder zu schwingen in gewissen Frequenzen und die sind teilweise auch im hörbaren Bereich. Das heißt, hier bei dem zum Beispiel, wenn ich plötzlich irgendwelche größeren Datenübertragungen mache, dann ja höre ich so eine Art Quietschen, leises Quietschen. Ich meine, es ist nicht so schlimm, wie ihr eben gesehen habt. Das Ding hängt bei mir im Flur, aber sagen wir mal, ich bin da irgendwie schon nachts durch den Flur suchen gelaufen, was zum Geier da irgendwelche seltsamen Geräusche macht, bis dass ich da mal festgestellt habe, dass es der Router ist, der einfach nur da am Quietschen ist, weil er unter Last kommt. Also, hat sich das Ganze für mich gelohnt? Ja, doch, so ein bisschen. Also, Dateitransfers sind jetzt nicht mehr ganz so schmerzhaft. Es ist natürlich immer noch nicht optimal, aber naja gut, ich habe da ein bisschen andere Anforderungen. Ich krieg auch ein Gigabit-Netzwerkkabel ohne Probleme ausgelastet und das macht dann keinen Spaß mehr. Also, ja, das war auch nicht zu erwarten, dass es da irgendwie gegenhalten kann. Aber hier so, es ist auf jeden Fall deutlich angenehmer als vorher. Würde ich es euch raten, nun kommt drauf an, was ihr vorhabt. Wenn ihr nur einen Access Point haben wollt, den ihr irgendwo hinhängt und der AC macht, könnt ihr auch mal bei der Konkurrenz vorbeischauen. Ich bin mir sicher, deren Access Points, die machen auch keine so schlechte Figur, sonst würden sie sich wahrscheinlich nicht so stark verkaufen. Das gilt natürlich vor allem, wenn ihr sonst keine Infrastruktur zu Hause habt, denn das hier, das ist wirklich als reiner Access Point gedacht und kein klassischer Router. Das heißt, es gibt keinen Warnanschluss. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob sie überhaupt einen DHCP-Server so direkt abbilden können. Das sind alles Sachen, die man hier bei professionellen Netzen, sage ich mal, üblicherweise ohnehin extern zusteuert. Und deswegen ist das auch so als Funktion, zumindest mal nach meinem Wissen, überhaupt nicht mit drin. Aber gerade wenn ihr dann größere Anzahlen habt oder größere Anzahlen absehbar sind oder ihr in den professionellen Bereich reingeht, dann wollt ihr wahrscheinlich ein zentrales Management haben. Gerade auch wegen der Installation der Firmware-Updates und so weiter, Sicherheitsupdates stopfen, ist halt immer mehr ein Thema. Und da macht so ein zentraler Controller oder ein zentrales Management per Software doch ein bisschen mehr Spaß als so das übliche ich klicke mich durch Webinterfaces. Und ja, auch wenn hier der Unifi-Controller die Software an vielen Stellen noch Verbesserungsbedarf hat, die Funktionen, die man braucht, sind da. Und vor allen Dingen, für den Preis kann man da wirklich nichts sagen. Also, wie gesagt, bei der Konkurrenz, da zahlt man teilweise für diesen Hardware-Controller Tausende von Euro und da hat man noch keinen einzigen Access-Point und die Access-Points kosten auch häufig ein Vielfaches von dem, was ich jetzt hier bezahlt habe und von der Leistung her sind sie auf jeden Fall auch nicht besser. Aber gut, genug geschwafelt. Ich habe gehört, ich habe jetzt hier irgendwie so eine Videodatei, die auch irgendwie über dieses WLAN noch muss. Wobei, sind wir ehrlich, da sind eher die deutschen Internetleitungen mal wieder das Bottleneck. Was bleibt mir anderes übrig? Ich bin mir aber relativ sicher, dass hier der Access Point und damit auch das WLAN hinten dran das tut, was es soll.